Wir freuen uns jedenfalls, dass wir wenigstens irgendwo unsere Post hinkriegen. Das ist wenigstens schon etwas. Das ist schon kleine Anfang, aber selbstverständlich reicht uns das nicht aus. Aber das Grundproblem bleibt natürlich. Sonst wissen wir auch, dass die ganze Stadt darin steckt. Wir haben immer mehr Probleme festzuhalten. Müssen es mal ein bisschen anlegen. Jetzt wissen wir auch, dass die Stadt darin steckt. Also man kann weiter fälschen, stehlen, wie man will. Man verdreht alles. Man ist so frech in den Behörden. Und bestimmt alles, weil man meint, man muss irgendwas bestimmen. Dabei gibt es ganz genaue Gesetze auch. Naja, das wird hier jedenfalls nur noch Ärger geben, das lasse ich mir nicht gefallen. So, und hört das jetzt nicht auf, wenn wir ganz schnell selbst Entscheidungen treffen. Sagt nochmal diplomatische Immunität, auch wenn sie unsere Ländereien uns vorenthalten. Sind wir ein Königreich der Nachrichten? Sie haben uns hier reingezwungen. Das werde ich mir von Ihnen nicht gefallen. Und Beamte haben sich genau an die Gesetze zu halten und wollen nicht nebenbei doof zu tun. Und kriegen so ein Gehalt, dass auch nicht die Hand aufhalten müssen. Also, hätte mir das einer erzählt, dass ich nicht geglaubt habe. Und selbstverständlich erzählen wir das überall. Und man guckt aber. Sogar die Obdachlosen haben geguckt. Wie wir erzählen mussten, warum wir da sind. Weil da kriegen nämlich nur Obdachlose nicht Post. Also, damit sie überhaupt Post kriegen. Und wir sind ja nicht obdachlos. Also diese Stadt, diese Komiker im Rathaus, demütigen mich weiter. Das lasse ich mir nicht bieten. Genauso wie ich hier wohne, genauso wie wir jetzt dann wieder Angst haben müssen, ob wir die Nächte überleben, wird das nur noch Ärger geben, auch wenn man uns das hier weiter löscht. Dann sind sie nur noch dran. Das ist mir doch egal, Herr Nadja. Wichtig ist, dass hier die Stasi und alles schön bestraft wird. Und diese Täter hier auch. Wenn es alle noch juckt und sie sich einmischen müssen, bitte, dann sind sie auch dran. Das ist mir doch egal, will ich nur noch das machen, Herr Nadja. Weil so was sollen sie uns schon kennen. Dann machen wir nur noch unsere Weltuniversität und alles und unterrichten da noch ein bisschen. Und den Rest müssen wir dann erstmal hier ein bisschen für Recht und Ordnung sorgen. Ja, so ist die Situation. Man hat gemerkt, wir sind darauf angesprungen. Man hat das schön zurückgehalten, das Geld. Vom Sozialgericht haben wir die erste Antwort gekriegt. Da möchten wir jetzt auch nicht mehr ausschließen, dass der da kam, Narkotika bleiben wird. Und da auch so komisch im Gesicht auslacht und der gleich nur rumschrie und so weiter. Man versucht uns hier weiter nur Probe zu provozieren und so weiter und so fort. Ich möchte nochmal sagen, man müsste natürlich auch, dass wieder mal bezahlt zu diesem Aldi gehen. In dem Aldi wurde wieder genau hinter mir gepfiffen. Ich muss das aber erstmal suchen. Auf dem Voice-Recorder, ohne dass vorher was gesagt hat, einfach hinter mir gestellt und dann wird ganz laut gepfiffen. Dann wurden uns die Wege blockiert. Dann hat uns extra eine ältere Frau mehr belästigt und sich mehr vor uns gestellt. Dann kam immer hinter uns hinterher. Dann hat man uns einfach weggedrängt von Regalen. Und immer wo wir waren, hat man einen auch voll gemacht. Kann auch sein, dass man Narkotika nicht leiden würde. Wie gesagt, das liegt wieder nur gern mehr. So eine Kasse hat man es weiter provoziert. Da hat sich einer vorgedrängelt, aber nur vor uns. Er hat nicht gebeten, dass ihm andere auch noch vorlassen, dass er es eigentlich hat. Und dann hat er sich immer hingestellt und hat sich wohl so 20 Mal bedankt. Dann hat er auch noch auf Wiedersehen gesagt und so. Also immer die alte Masche, immer für uns. Ich möchte auch sagen, früher war es noch extremer. Dann hat man einfach Ware mit zwischen unsere Ware gelegt und drohte uns und wollte uns nötigen, dass wir die Ware mitbekommen. Das haben wir
aber normal lebt. Kannst du dich erinnern? Die drei der Küche. Denn ich möchte bloß alle warnen, die sich da denn ihr Drogengeld machen und so, halten sich zurück. Wir sind nicht hier so toll. So draußen ging es gleich weiter. Dann wurden wir nur noch belästigt. Obwohl gestern das Wetter ungemütlich war und der Einsatz nicht so groß war. Ich glaube 50 Personen vielleicht. Ja, zwischen 30 und 50 Personen. Mehr haben sie nicht aufgeboten. Wie gesagt, das ist ein bisschen ungemütlich. Und der Weg war auch nicht so weit. Und erinnere nochmal, am 22. Nee. Nein, Entschuldigung, am 13. war das nicht mehr richtig. Wann waren wir beim Sozialgericht? Am 13. Da hatten wir noch ein bisschen zu tun, unter anderem wollten wir auf unsere armen Ehren auf dem Friedhof. Und da war mehr los. Da versuchte man uns anzufahren mit Fahrrad. Da versuchte man uns auch an der Straße abzudrängen, ein Auto anzufahren. Da versuchte man mich mindestens einmal mit dem Rucksack zu rempeln und mich so hinzustellen. Ich konnte wirklich dort total, so wie so ein Handballer, also total ausweichen, so, sonst hätte er mich voll einfach mitgenommen. Im Volltempo, also man versucht, uns wieder zu verletzen und zu rempeln und dann doof zu tun. Das andere, dann stehen 10 daneben, die dann gesehen haben, dass wir hier rempeln. Aber ich hoffe, da sind wir jetzt durch, ne, Nadel? Und ich hoffe auch, dass das andere jetzt eindeutig durch ist, ne? Dass ich hier kein Staatsfeind bin und so. Das möchte ich nochmal eindeutig sagen. Ich hätte schon überall nicht nur eine Bombe hinlegen können, die auch funktioniert hätte. Das möchte ich nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Damit diese Prüsches hier mal wach werden, was die sich hier so nebenbei leisten in ihrer Arroganz. Stimmt. Weil, wenn man welche observiert, dann guckt man sich aber erst mal ihre Bücherbeutel an, was die lesen. Oder meinen Sie, wir haben diese Bücher aus Langeweile gekauft? Wir wussten nicht, dass wir Sie damit beeindrucken müssen, dass Sie in unsere Wohnung ein- und ausgehen. Ohne dass man uns das überhaupt sagt, ne, Leute? Ohne dass wir überhaupt irgendwie mal was gesehen haben und uns mal beklauen. Und dass Sie so dumm sind, dass Sie sich da... Also ich nehme an, dass da, was weiß ich, Hitler-Fahnen waren und Hitler-Bilder und sonst was. Und was weiß ich alles, was die hier noch gefunden haben. Was die Stasi wollte. Das ist unglaublich. Und diese Trottel. Immer, das möchte ich mal sagen, auch in der Forschung, immer wenn etwas super gut klappt und alles gut zusammenpasst, da muss man aber sehr, sehr vorsichtig sein. So, und das wollte ich dann nochmal eindeutig sagen, ne, weil, damit man hier ein bisschen wach wird und dass man auch eine Lachnummer wird vor der Welt. Das sollten Sie mir zutrauen als Chemiker. Immerhin habe ich nämlich auch Chemie unterrichtet an den Unis. Im Ostblock. Ne? Ja, das war es erstmal. Ne? So, und es geht weiterhin nur darum, dass wir eine Wohnung kriegen, was man immer verändert hat, die wir natürlich selbstverständlich total absichern. Bevor wir da einziehen. So, und dann geht es darum, dass man hier ganz schnell unter unsere Wohnung geht, dort drin bleibt, ständig bleibt, damit wir die Fenster zumachen können und durchatmen. Damit wir nicht plötzlich umfallen, das wollen wir nun gar nicht mehr. So, und dann geht es darum, dass wir alle ausziehen, weil die sind alle gefährlich hier. Ich glaube, wir sind wieder mit Dachboden keine Kleidung. Selbstverständlich filmen wir sie sofort. Der andere wird schon was drin gehabt haben, sonst hätten sie ja nicht so geguckt. So, und dann ist hier sowieso Ruhe, dann können wir das sowieso hier machen, wie wir wollen. Ich möchte nochmal erinnern, dass wir das Wohnungsamt angebettelt haben im Sommer, im frühen Sommer, weil wir dachten, das soll von so sauber sein. Dem war nicht so, wir sollten unbedingt in eine behinderte Wohnung rein, weil das, da ist doch denn schon was dran. Eine behinderte Wohnung, dann beschreibt man einfach bloß behindert drauf oder so, da kommen Stempel drauf, überall. Und dass ich dann natürlich psychisch behindert sein sollte, erfahre ich nie. Das ist in der Hinterhand, so war es gedacht. So möchte auch nochmal allen anderen sagen, dass man hier, wir haben es ja nicht mitbekommen, dass sie uns bestechen wollten und so. Sie wären also weiter raus gewesen und hätten auch helfen können, dass wir das aufklären mit dem Terror auf unserem Land. Und mit den Lebensumständen in der Ex-DDR, der DDR-Bürger und dass man uns alles gestohlen hat.
Das hätten wir locker aufklären können. Das wollte man nicht, weil das an der Linie kam. Da hätten wir noch nicht weiter darüber nachgedacht. Das ist mir doch egal, was die Tatsache. Hauptsache, wir bekommen da alles, wie es uns zusteht. Das ist mir doch total egal und ich will da auch keinen kennenlernen. Oder? So, und wir vermuten wirklich, dass man durch die Polizei und so, deshalb hämmert jetzt immer so gegen die Tür, dass man hier auf uns Druck ausüben wollte, uns einschüchtern wollte. Und genauso die Gerichte, deshalb schrie man da immer mit uns rum. Das passt irgendwie alles zusammen. Dass wir da ein paar andere Menschlein sind, dass ich ja sehe, wer da rumschreit und rumhämmert, dass er uns Frechheit empfindet, weil derjenige gar nichts kann, gar nichts geleistet hat in seinem Leben. Ne, genauso alles andere, was da bei Gericht mit uns rumgeschrieben hat. Und der dumm getan hat und die beiden Studenten, die sind da immer noch hier beim Gericht, da wo die Staatsanwaltschaft drin ist, ne? Was Staatsanwaltschaft ist das Gebäude, ne? Ja. Die haben wir gerade wieder im März gesehen, ne? Dass wir da beide schon wieder nach uns äugeln. Weil das sollten sie auch denken, dass wir da hingehen. Natürlich sind wir weitergegangen. So, und dieser drogensüchtige Oberstaatsanwalt, der dann gesagt hat, er ist 25 Jahre da bei der Drogenfahndung und dafür verantwortlich. Du weißt Bescheid, dass wir uns da alles einbilden. Total ungepflegt wie ein Penner. Ja. Der sagt ja noch, die beiden sind Studenten. Also studieren sie jetzt immer noch. Also 2009 waren wir hier. Also studieren sie, haben sie schon wieder 6 Semester erledigt. 7, sind im 7. Semester. Und studieren dort wohl vor Ort. So, sie haben absichtlich alles falsch geschrieben. Doch beim zweiten Mal haben sie nicht alles richtig geschrieben. Aber wir waren froh, dass dort von der Staatsanwaltschaft eine Anzeige aufgenommen wird. Das ist nicht möglich in Deutschland. Was eine feine Sache ist. Die natürlich nicht bestochen werden und irgendwelche Weisungen kriegen. Aus Wiesbaden, damals noch vom Genossen Koch. Und Merkel garantiert auch schon. Jedenfalls macht dann das ein bisschen nachdenklich. Und das möchten wir dann nochmal eindeutig vermelden. Oder nicht mehr. So, und das kann man ja international dann nochmal überprüfen. Man hat uns dann überall gesagt, dass wir im Polizeicomputer stehen. Was uns das dann angeblich schützt. Da werden wir nie drin gestanden. Weil das Erste wollen wir denen nichts unterstellen, dann ist das Erste, wir sind doch doof, wir können da erzählen, was wir wollen, was wir wollen. Und dann lügt man uns an. Ich möchte mal erinnern, immer wenn wir Bonusanbrüche haben oder diese Firma hier mit uns dumm tat, wenn eine Wohnung mit den Ablieferröhrchen betrügen wollte und fälschen wollte, ne? Und da, weiß nicht was, dann haben wir dann auch mal versucht, die Polizei zu dem Übereinsatz nur. Oder immer wenn eingebrochen wird, haben wir dann gleich angerufen. Dann, ja, Frau Geisler, Herr Geisler, wir wissen Bescheid. Dann haben sie wieder aufgelegt. Ich möchte nochmal sagen, dass besonders geistig minderbemittelte Menschen riesige Probleme haben in Deutschland. Wahrscheinlich auch auf der ganzen Welt. Weil sie natürlich ganz anders sind, vieles nicht verstehen. Dass man das natürlich bemerkt, dass die bestohlen werden. Dass man in deren Wohnung einbricht und ihnen noch das Letzte nimmt. Also hätte man einen Grund gehabt, mal vorbeizuschauen. Das Gegenteil war der Fall. Man hat in dem Polizeipräsidium steif behauptet, dass man Schloss nicht so aufkriegt, wenn man das mal aussieht. Obwohl das schon bei der Stiftung Warentest, obwohl ich das schon im Fernsehen gesehen habe, so dass man vorgeführt hat, dass da keine Spuren sind. Ich habe auch Autoschlösser im Auftrag der Kunden aufgemacht, ohne Spuren zu hinterlassen. Aber es gab zu DDR-Zeiten keine. So, ich habe auch bei der Stasi gelernt, Schlösser zu öffnen, ohne Spuren zu hinterlassen. Und Siegel zu brechen, ohne Spuren zu hinterlassen. Und Blommen zu machen, ohne Spuren zu hinterlassen. Aber möchte alle Täter oder Verbrecher, die dann denken, wir kriegen da noch Tipps, sagen, es hat mich nie interessiert, ich habe es nicht behalten. Was interessiert mich das? Ich wollte das nicht machen, ich habe es verlernt.
muss man sowas wissen, wenn man ehrlich ist? Nee, man muss nur wissen, dass sowas geht. Und sich dann die Unehrliche sichern, oder? Also ich kann es heute nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Also ich brauche da keine Angst haben, dass ich irgendjemand noch Wissen weitergeben kann. Kann man ja auch so sagen, wenn er nicht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.